Liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier im Wedding Dress Nummer 6, Brunnenstraße 64, direkt hier drinnen. Und ja, da können wir uns einfach mal ein bisschen umgucken. Unser Kameramann schaut jetzt hier mal die einzelnen Stücke an. Das ist hier die Herrenabteilung und zwar Adet, ja, ich kann den Namen wieder mal nicht aussprechen, das ist halt das hier Mode. Hier gibt es so verschiedene Hemden, Sommergeschichten. Ich darf jetzt hier mal ganz mal hier eins rausgucken. Ach, so was Neues, gestern war noch was anderes da gewesen. Wir haben jetzt ein bisschen Gegenlicht, aber es wird gehen, ja? Kollege, Kameramann? Naja, gut. Ist gut. Weiter? Also es gibt hier so verschiedene Teile, Sie können einfach noch herkommen und sich das hier angucken. Bis morgen ist noch geöffnet, heute noch, glaube ich, bis 22 Uhr. Kommen Sie einfach hierher, schauen Sie sich das an. Hier ist die Mode einfach so für jeden und wir sehen ja, wie interessiert die Damen sind und auswählen und die Kleidungsstücke sich angucken. Und ich versuche sie jetzt einfach mal zu stören. Mal sehen, ob die Damen sich stören lassen. Schönen guten Tag des Berlin-Fernsehen. Haben Sie denn schon das Richtige gefunden? Nein, noch nicht. Ich bin noch am Schauen. Nee. Dieses Wedding-Dress, das findet jetzt zum 6. Mal statt? Nee, leider nicht. Heute erst das erste Mal gesehen und gleich hängen geblieben. Wohnen Sie hier in der Nähe? Ja, hier im Wedding. Gleich eine Straße weiter. Ja. Mhm. Gut. Und da haben Sie hier schon was gefunden, was Passendes? Für die Augen schon was Passendes, aber nicht für den Körper. Nicht so einfach. Man hat ja vielleicht auch so eine bestimmte Vorstellung oder man weiß, was einem steht, ne? Genau. Farbe, Muster, muss ja alles stimmen. Und woher wissen Sie, dass das hier stattfindet? Also es ist ja Wedding Dress Nummer 6. Zufällig. Ich bin bei einer Freundin zwei Straßen weiter und wir haben es durch Zufall entdeckt. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Shoppen. Gleichfalls. Danke. Das waren also schon mal einige Stimmen hier aus der Wedding Dress Nummer 6, Brunnenstraße 64. Das ist heute wirklich für die Fashion Week, die ja auch morgen zu Ende geht. Und ja, wir gehen einfach weiter, schweben weiter durch den Raum. Hier kommen wir beispielsweise zum Hutmodestand. Und Olaf, du weißt, was jetzt zu tun ist. Ja, schwenkt sie mal richtig schön ab, die Hüte. Die Dame, bitte, bitte. Geh mal an die Hüte bitte ran. Das. Also hier können wir uns mal die einzelnen Hüte angucken. Bitte mal so abschwenken. Ja, das machst du sehr gut. Und hier am Hutstand gab es noch gestern schon eine ganze Menge Andrang. Hut ist ja jetzt wieder angesagt. Bei der Hochzeit in Monaco, da wurden ja die Damen ausdrücklich aufgefordert, Hut zu tragen. Also eine Dame ohne Hut durfte den Tag überhaupt nicht rein. Ja, es ist Sommer, es ist heiß. Die eine Dame fächelt sich schon was zu. Wir gehen jetzt weiter. Und ja, danke schön. Wir gehen weiter. Und ja, die Damen, die suchen dort auch noch etwas. Einfach, lass uns weitergehen. Das Berlin-Fernsehen sendet live aus der Brunnenstraße 64. Wir sind hier beim Wedding Dress Nummer 6. Es ist sehr gut besucht, wir hätten das echt nicht gedacht. Und ja, wir fragen einfach mal die Damen, wie zufrieden sie sind. Ich mache mal den Versuch, wir sind ja live. Darf ich Sie mal stören, das Berlin-Fernsehen? Sind Sie einer der Aussteller hier? Nein. Ah ja, alles klar. Gut, gehen wir also weiter, setzen wir unseren Spaziergang weiter fort. Wir haben ja auch sehr interessante Stücke. Es handelt sich ja um Sommermode, und zwar Sommermode 2012. Kannst du die nochmal zeigen hier, so schwarz-weiß? Hier, schwarz-weiß, so mäßig.
sehr schön, ja, wunderbar. Und dann ist hier noch ein französisches Label, die zwei Mädchen oder jungen Damen, die entwerfen selbst und da haben sie so verschiedene Kleider. Guck mal, dieses da, das Sommerkleid oder das Abendkleid, was ist. Früh übt sich übrigens, wer eine Dame werden will, ja. Schon mal erste Gehversuche und Schritte. Ja. Und dann jetzt das mal zeigen, das Logo da. Mal rangehen, wir gehen da mal ran. Ja, tschüss. So. Zurück, komm.